Servus Leute, herzlich willkommen mal zu einem etwas technischeren Video und heute möchte ich euch mal zeigen, wie man so eine Grafikkarte troubleshootet. Ich bekomme immer wieder Nachrichten, hey kannst du mir da bitte helfen, ich weiß nicht was die hat, würde es aber gern wissen, würde sie eventuell versuchen zu reparieren. Und heute zeige ich euch mal in dem Video, was man so checken kann und wie man den Fehler bei einer Grafikkarte findet. Wir haben hier eine 1080 Ti von Asus, ja schon ein etwas älteres Modell, aber das gilt generell für alle Grafikkartenmodelle. Und schauen wir mal, ob das Teil hier reparierbar ist. So Leute, da ist nun die Grafikkarte und die Frage ist jetzt natürlich, wie repariert man eine Grafikkarte? Das werde ich so oft gefragt. Was kann man tun, selber Troubleshooten, auch wenn man es dann nachher nicht mehr reparieren kann? Wie kann man zumindest herausfinden, was an dem Teil defekt ist? Also erstens mal, ich gehe mal davon aus, dass ihr die Grafikkarte anständig getestet habt, das heißt, die war vermutlich angesteckt, gibt kein Bild aus, denn irgendwie so merkt man halt, dass nicht funktioniert. Sollte die Karte kein Bild ausgeben in eurem Setup, bitte probiert es zuerst mal in einem anderen Setup. Schaut ob ähm, hier 12 Volt anliegen, ob das angesteckt ist vom Netzteil etc. Und natürlich, ob sich Lüfter drehen etc. Und probiert auch verschiedenste Anschlüsse, HDMI, Displayport, um einfach mal auszuschließen, ob es was ganz Banales ist. Ja. Wenn ihr das getestet habt, die Karte funktioniert wirklich nicht, dann haben wir vermutlich einen Hardware-Effekt. Die Frage ist nur, ähm, ja, wie können wir das Ganze überprüfen? Und hierfür sollte man als erstes den PC Express Connector einmal durchmessen, bevor man die Karte wieder in ein sauberes System steckt und sich da eventuell was zerstört. Das sollte man auch machen, wenn man eine Karte als defekt kauft. Was braucht man grundsätzlich zum Troubleshooting? Also man braucht ein Multimeter. Das ist ein etwas teureres Multimeter, ich glaube vom Priman, das BM869. Bitte nicht verwundern lassen, das sieht vom Gehäuse vielleicht aus wie irgendein Billigmultimeter, aber ihr könnt mal nach BM869S googeln. Es ist zwar jetzt nicht super teuer, aber es ist schon ein bisschen mehr High-End ähm, Multimeter. Das Wichtigste, was wir brauchen, ist einmal die Widerstandsmessung. Wir müssen nämlich einige ähm, ja, Widerstandsmessungen machen und ähm, natürlich auch Spannung messen, ob natürlich alle Spannungen da sind, die die Grafikkarte benötigt, und dafür brauchen wir ganz normal äh, gleich ähm, Messung. Ja. Normalerweise hat man hierbei auch zwei Messspitzen. Ich kann empfehlen, euch andere Messspitzen zuzulegen, die sehr dünn vorne sind. Die werde ich euch dann später zeigen, wenn wir sie brauchen. Ähm, die normalen Messspitzen sind oftmals sehr groß, also in der Größe oder noch dicker. Ähm, und da ist es dann schwierig, die kleinen Kontakte bei einer Grafikkarte zu messen. So, als erstes werden wir mal die Grafikkarte zerlegen. Das heißt, ähm, man kann natürlich den PC Express Connector auch schon vorher messen, aber um euch das besser zeigen zu können, werde ich jetzt mal den Kühler abnehmen. Ja? Beim Zerlegen einer GPU, also ich, ihr seht, ich habe hier jetzt kein ESD-Wristband, also solange es nicht am Teppich rumrubbelt und irgendwo dann hingreift, normalerweise passiert da jetzt nicht viel. Trotzdem, wer auf Nummer sicher gehen sollte, der kann sich natürlich. Ich habe hier auch ein ESD-Band, ich zeige euch, wie das aussieht. Ist das hier im Prinzip hier. Ähm, bitte nicht verwundern, man hat keinen direkten Kontakt zur Masse, weil viele sagen, die messen dann irgendwie da nach da. Was habe ich denn da für einen Widerstand beim ESD-Band? Das ist aber, wenn wir uns das anschauen. So, gehen wir mal in den Auto-Mode. So. Wenn wir hier jetzt mal Widerstand messen, ja, sagen wir von hier nach hier. So, Moment, ich brauche da mal einen guten Kontakt. Dann wären wir, äh, Kontakt war schlecht, wir müssen da eigentlich normal im Megaohm-Bereich sein. Also normalerweise ist es um die ein Mega-Ohm. Ja, ähm, dass man natürlich keinen direkten Kontakt zur Masse hat. Also das ist dann nicht defekt, sondern das ist ganz normal Standard. Ähm, kann man natürlich nutzen beim Zerlegen. Ähm, ja. Ich werde das jetzt in dem Fall jetzt nicht verwenden. So, und wir schrauben jetzt einfach mal die Backplate ab. Ja? Ähm, es muss sowieso der Kühler runter, damit wir mal schauen können, was hier jetzt eventuell Sache ist. Ja? So, und hier mal alles ab. Und ja, da haben wir unsere Grafikkarte. Wenn wir uns das jetzt hier mal ein bisschen genauer anschauen. Der Underfill vom Chip, der ist ein bisschen braun verfärbt, aber wir müssen auf jeden Fall noch hier abschrauben, ähm, damit wir diese Plate hier auch runterbekommen. Das, das ist auch gar keine Wärmeleitpaste drin. Heftig. Schauen wir einfach mal, was hier rauskommt. Ja? So, also das heißt, wenn ihr euch nicht sicher seid, wie die Grafikkarte zerlegt gehört, generell alle Schrauben, die Grafikkarte selbst am PCB hat keine Schrauben mehr. Ähm, Schraubt alle Schrauben raus, legt euch die aber vielleicht so hin, dass es wieder findet. Das heißt, ähm, ihr seht, es sind unterschiedliche Schrauben hier. Hier innen waren schwarze, hier außen sind silberne Schrauben, die auch von der Länge unterschiedlich sein können, beziehungsweise auch sind. Und ähm, ja, legt euch das einfach so hin, dass ihr die nachher wieder zusammenbauen könnt. So, puh, ein paar Schrauben schauen hier schon echt nicht mehr gut aus. So, Schraube raus. Und ja, wenn ihr so ein Problem habt, dass eine Schraube komplett ausgenudelt ist, also ihr kriegt die einfach nicht mehr raus, sage ich jetzt mal so auf Wienerische, dann versucht mal einen Torx zu nehmen und sch schauen, ob ihr irgendwie die Schraube noch drehen könnt, weil das ist leider kein Kreuz mehr, das ist einfach nur mehr ein Loch. Ja? Man kann es natürlich auch probieren mit einem Schlitz und im Worst Case, ja, dann muss man vielleicht mal zum Dremel greifen. Ich versuche jetzt einfach mal irgendwie rauszubekommen. Was wurde denn da veranstaltet? Das habe ich mir sogar den Bit abgebrochen. Oh Gottlos. So, wir versuchen jetzt eins. Wir versuchen das einfach umzudrehen und die Schraube einfach so rauszudrehen, <laughs> bevor ich das zum Bohren anfange. Das wäre nämlich ganz ungut. So und ja, es ist raus. Wir haben es zumindest irgendwie retten können. Okay, gut, jetzt kann auch hier vorne mal das Plastik runter, das hängt da hinten, aber noch zwei Schrauben fest, also auch auf das Slotblende hinten schauen, ob da nicht irgendwelche Schrauben versteckt sind. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, ob da jetzt wirklich ein VRAM fehlt. Ich muss mir das ganz kurz unter dem Mikroskop anschauen, weil es wurde gesagt, es fehlt hier ein Chip. Ja. Es kann sein, dass die genauso bestückt ist. Zählen wir mal die äh, Slots: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ich glaube, das ist ein 11 GB Modell sogar. Das würde dann Sinn machen, dass hier ein VRAM nicht drauf ist. Ja. Ähm, das war meine Angst, dass ich gedacht habe: hm, der hat geschrieben dass ein Chip fehlt, dass da schon rumgelötet wurde. Aber es schaut für mich nicht danach aus. Und es gibt auch einen Grund. Und zwar sehe ich hier keine Flussmittelspuren. Ich werde das Ganze jetzt trotzdem unter dem Mikroskop checken. Also ich zeige euch mal ganz kurz, wie sowas aussieht und wir werden uns das kurz mal anschauen. Also ein Mikroskop zu haben, ist auf jeden Fall nie verkehrt. Und wir nehmen uns jetzt einfach mal das Mikroskop her und ich zeige euch mal, wie das da drunter aussieht. Und zwar genau so. Also ne Leute, das sieht stock aus. Warum? Weil wir hier doch relativ gute Kugelbildung haben. Wenn das Ganze ausgelötet wäre, da würden einige Balls irgendwo zusammenkleben, einige ganz weg sein. Also das sieht einfach nur aus, als wäre dieser, dieser Slot hier ähm, nicht belegt. Also das ist der M, M1, steht da, ah, M11. Also M11 ist in dem Fall nicht belegt. Und ja, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Das heißt, es muss jetzt nicht unbedingt daran liegen, dass hier ein VRAM fehlt, denn das wäre ganz, ganz blöd. Na gut, dann schauen wir uns mal an, was man an dieser Grafikkarte hier jetzt testen kann. So, ich möchte euch jetzt ganz kurz mal die Basics erklären. Die Grafikkarte bekommt Strom einerseits, also Spannungsversorgung, einerseits vom PC Express Connector, einerseits von den externen 12-Volt-Anschlüssen. Es ist natürlich mal wichtig, dass wir mal schauen, was bei unserem PC-Express-Connector los ist. Es kann natürlich sein, dass man zum Beispiel schon ein Problem hat bei dem PC-Express-Connector, dass man hier zum Beispiel einen Kurzschluss hat, etc. Aber normalerweise geht dann bei der Grafikkarte eigentlich gar nichts. Ich zeige euch da heute mal mein exklusives Cheat Sheet, was ich hier habe. Das könnt ihr auch gerne mal das Video stoppen und mal kurz hier anschauen. So, mein GPU-Sheet und das ist das hier. Ja. Wenn wir uns das jetzt ein bisschen genauer anschauen, ja, dann ähm, sehen wir hier die Pin-Belegung. Hierfür brauchen wir jetzt ein Multimeter im Widerstandsmodus zum Testen. Ja. Und die schwarze. Also, die Klemmen hier natürlich richtig anstecken, hier oben, hier kommen. Die Schwarze jetzt irgendwo an Masse halten, zum Beispiel hier an unseren DVI-VGA-Port. Und jetzt schauen wir uns mal die ersten drei Pins von dieser Seite an. Die sind 12 Volt. Ja. Hier bekommt die Karte 12 Volt über den PC-Express-Connector. Und wenn wir hier einen größeren Kiloohm-Widerstand haben, Megaohm, ihr seht's, dann sieht das in Ordnung aus. Ja. Um, der, der vierte hier ist Masse, da war ich jetzt daneben, aber hier auch Kiloohm, hier wieder Megaohm, also das ist in Ordnung. Warum schauen wir das? Wenn wir einen Kurzschluss haben, ist es normalerweise so, dass irgendein Bauteil fehlt, durchbrennt und eine Verbindung zur Masse herstellt. Somit läuft der ganze Strom, weil U ist gleich R mal I. Wenn wir jetzt um, eine Spannung anlegen und da ein Widerstand ist, dann ergibt sich eben ein Stromfluss. Wenn wir aber jetzt direkt. Um, auf null Widerstand gehen, also es direkt auf Masse leiten, dann haben wir einen irrsinnig hohen Stromfluss. Ja. Und das wäre ein Kurzschluss. Ein Kurzschluss zur Masse quasi, wo wir hier jetzt ähm, einen riesengroßen Stromfluss hätten, aber hier sind wir in einem Hohen Widerstandsbereich, ja, um, da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Man muss natürlich schauen, dass die Masseverbindung auch gut ist. Ihr seht, meine Messwerte sind hier jetzt teilweise unterschiedlich gewesen. Da sind wir im Mega ohm Bereich, der ist auch gleich. Das hat mich ein bisschen gewundert, weil einfach die Masse hier jetzt nicht gepasst hat. Also wirklich schauen, dass ihr da schön drauf seid mit, ähm, ja, mit, mit den Probes. So, das heißt, unsere 12 Volt, die hier zur GPU kommen, sind okay. Jetzt der vierte Pin von der Notch weg, ja. Nach links, das ist unser 3,3 Volt. Es gibt verschiedene Spannungen, mit denen Computer, Grafikkarten etc. arbeiten, und hier muss auf jeden Fall was ein Widerstand da sein, sonst haben wir ein Problem. So ah, der vierte Pin ist dieser hier. So da haben wir Kilo-Ohm-Bereich, also das sieht es mal für mich das erste in Ordnung aus, also kein Kurzschluss. Kurzschluss würde ich reden, wenn wir hier sehen 0 Ohm, 1 Ohm etc., dann stimmt da was nicht bei einer Spannungsversorgungsline. So, als nächstes ähm, haben wir die Data Lines. Ja, das ist dieses, diese Linien hier und die kommunizieren mit der GPU. Wir schauen jetzt mal die Data Lines, die ersten an. Das heißt, wenn wir jetzt hier rüber gehen, dritter Pin und vierter Pin, die sollten einen gleichen Widerstandswert haben. Also, ihr hab gesehen 1,78 Megaohm, das sieht schon mal in Ordnung aus. Ja. So, jetzt haben wir das Ganze umgedreht. Unser PEX ist unser erster Pin hier rechts von der Notch. Und wenn wir hier einen riesengroßen Wert messen oder eben Open Line, dann haben wir hier keinen Short auf PEX. Das ist schon mal gut. Und jetzt haben wir hier, der erste Pin hier müsste Ground sein, da müssten wir 0 Ohm haben, genau. Und wenn wir jetzt gehen, haben wir Referenzclock plus minus. Hier sollten wir auch gleiche Werte haben. Also vom PC Express Connector ähm, schaut die Karte schon mal in Ordnung aus. Ja? Was ist jetzt das nächste, was wir machen können? Ähm, Versuche mal kurz zu erklären: Hier kommen 12 Volt rein, hier kommen 12 Volt und 3,3 Volt rein, aber ein Core, der arbeitet mit einer ganz niedrigen Spannung. Warum? Ähm, weil, wir, weil die GPU einen sehr niedrigen Widerstand hat und wir, wenn wir hier jetzt 12 Volt anlegen würden, brennt einfach der Chip durch. Ja. Ähm, das heißt, hier werden so ungefähr, weiß ich nicht, 0,8 Volt, 1 Volt, es kommt auf die GPU an, generiert, die als V-Core dienen ähm, für ähm, unseren Prozessor. Also das ist quasi die Versorgung, wie der Sprit für unseren Grafikprozessor. Gut, ähm, wir können hier... Natürlich, also ich was ist das eigentlich? Also, wir haben hier einen Kondensator, wir haben hier eine Induktivität, wir haben hier ein Power Stage MOSFET, Das zusammen ist wie ein kleines Netzteil, eine kleine Spannungsversorgung. Man nennt diese einzelnen Komponenten hier im Set Phasen. Also hier eine Phase, 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 Phase. Hier drüben auch Phase, das vermutlich für den Arbeitsspeicher. Und wir können hier mal messen, was haben wir hier eigentlich am. An Widerstand auf einer Phase. Wenn eine Phase 0 Ohm hat, dann deutet es darauf hin, dass dort irgendetwas eventuell einen Kurzschluss hat. Wenn wir uns hier jetzt aber den Prozessor anschauen, also den Grafikprozessor, haben wir hier 0 Ohm. Ja? Das heißt aber nur, dass der Grafikprozessor einen sehr geringen Innenwiderstand hat. Mit dem Multimeter, das kann man schon fast auch gar nicht richtig messen. Ja? Ähm, Grafikprozessoren haben immer auf der Phase, die zum Prozessor geht, zur Versorgung einen geringen Widerstand. Das ist absolut normal. Also, wir haben hier ziemlich viele Stages. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Versorgungen hier für den Grafikprozessor. Ihr seht alle die gleichen Werte. Das ist aber in Ordnung. Ja? Das heißt jetzt nicht, dass wir hier einen Kurzschluss haben. So, wir haben hier unseren Arbeitsspeicher. Das sind so 50, 60 Ohm. Ist das Samsung Memory oder lass mich mal kurz nachschauen? So muss ich jetzt kurz unter der Lupe nachschauen. Also das ist ein M drauf, das ist Micron Memory. Ja. Je nach ähm, RAM-Hersteller hat man hier unterschiedliche Werte. Könnt ihr auch im Internet schauen. Manchmal gibt es schon Videos, wo es wer gemessen hat, also zum Vergleich. Also hier haben wir 55 Ohm. Das sieht in Ordnung aus. Also wir haben jetzt nirgendwo 0 Ohm. Jetzt gibt es noch natürlich ganz viele andere Spannungen, wo eventuell 1,8 Volt oder sowas generiert werden. Und die haben wir zum Beispiel hier. Da haben wir auch im Kiloohm-Bereich. Das sieht gut aus. Was haben wir hier? Der Kiloohm-Bereich. Das sieht gut aus. 0 Ohm. Da muss ich dann schauen, was das Ganze da ist. Das sieht ein bisschen weird aus. Eh? Das werden wir dann noch schauen. Dann haben wir hier 0,6 Kilo Ohm. Okay, den merke ich mir jetzt mal. Das werden wir uns mal merken. Und messen wir mal hier. Das sind unsere 12 Volt. Die müssten relativ hoch sein. Ja, hier auch. Ja, ähnlich. Ähm, gut, das heißt, wir haben mal eine Phase gefunden oder irgendeine Induktivität, wo wir jetzt mal 0 ohm haben. Ja. Merken wir uns das Ganze mal vor, das war dieser hier. Gut, ähm, es gibt natürlich noch einige andere Sachen zu überprüfen. Und zwar hier, ohne die Karte anzustecken, können wir mal schauen, haben wir hier einen Durchgang über diese 0 ohm Widerstände? die hier runter gehen. Ihr seht hier kommen unsere 12 Volt rein auf dieses Pad und das, diese Brücke hier zum nächsten Pad, direkt zur Spannungsversorgung das ist jetzt ähm, ja wie eine Fuse. Ja? Es kann sein, dass dieser 0 Ohm Widerstand aufgrund einer zu hohen Leistung einfach durchbrennt. Ja? Ähm, schauen wir uns das Ganze mal an. Da, dazu schalten wir in den Piep-Modus einfach. Ihr könnt es natürlich auch im Widerstand machen, es ist jetzt nichts anderes, es ist nur, dass man nicht aufs Display schauen muss. Wenn wir hier 0 Ohm haben, Heißt das, wir haben hier einen kontinuierlichen Durchgang der 12 Volt. Ja? Das heißt, wenn die hier anlegen und der 0 Ohm hat, werden sie hier auch anlegen. Ja? Wenn wir uns das Ganze hier anschauen, auch. Also, diese Sicher Sicherungen, sage ich mal, auf die Art sind in Ordnung. Ja? Es gibt natürlich auch noch wirkliche Sicherungen auf diesem Board und das wäre vermutlich hier. Das sieht mir danach aus. Dieses Teil hier, da kann man auch durchschauen. Und da haben wir auch 0,1 ohm. Also das ist in Ordnung. Ja? Das wäre jetzt der Kollege hier. Oder hier auf der Rückseite, wo die 12 Volt reingehen. Da haben wir auch noch so einen Kollegen hier. Da haben wir auch 0 ohm. Ähm, Dieser mit 0 ohm, der braucht es jetzt mal nicht anschauen. Und da Power Fuse oder was das ist hier. Schauen wir mal nach. Sollte auch um die 1 ohm. Ja, passt perfekt. Ja. Also da hat es jetzt nichts geschossen, was ich so sehe. Aber es ist natürlich jetzt interessant zu wissen, wir haben jetzt mal, ohne die Karte anzustecken, irgendwo einen Bereich gefunden, der uns bei der Induktivität sagt, wir haben hier 0 ohm zu ground. Das könnte hindeuten, könnte auf einen Kurzschluss, ja, nochmal verifizieren, ja, 0,1 Ohm, die Frage ist jetzt nur, was ist das jetzt überhaupt für eine Phase, ja, und wie findet man das, man kann jetzt im Internet suchen nach, ähm, ja, äh, PCB von der Karte, vielleicht hat das jemand ähm, beschrieben, was was ist, ja, was man immer sagen kann, ist, dass diese Aufgestellten da Richtung Vicor äh, Vicor sind, die da oben recht nah beim Ding sind immer 12 Volt und die hier extra meistens mit 50, 60 Ohm irgendwas in die Richtung ist Arbeitsspeicher. Ja. Ähm, die anderen hier, das müssen wir jetzt rausfinden, was das ist. Ja. Es kann natürlich durchaus sein, dass das irgendeine kritische Spannung ist, die nicht generiert wird und dadurch ähm, läuft die Karte einfach nicht. Das heißt, wie finde ich das jetzt raus? Das werde ich euch kurz zeigen. So, ich möchte euch jetzt mal ganz kurz zeigen, welches Programm ich hier verwende und was mir das jetzt sagt. Ja, ähm, das ist ähm, XZZ, also Xin Xin Chao, irgendein chinesisches, ähm, ja, ich sage jetzt mal. Ähm. So Leute, ich möchte jetzt ganz kurz ähm, das hilfreichste Programm zeigen, was ihr beim Reparieren unbedingt braucht oder halt es macht das Leben wesentlich einfacher. Und das heißt XZZ. Xinji Chao, <laughs> keine Ahnung, ist also eine chinesische Software. Und in hier ähm, hat man quasi ähm, Board Views von ähm, PC-Motherboard, Grafikkarten, Laptop etc. Ja. Ähm, Grafikkarten, da brauche ich jetzt nur einfach suchen nach eben genau diesem Modell 1080. Das ist zwar keine TI, aber der PCB-Aufbau ist gleich. Ähm, dadurch ich, auch die Bezeichnung ist gleich von PO26. Und wenn wir uns das Ganze anschauen, hier, wir brauchen nur auf die Induktivität klicken. Die zeigt uns gleich mal, was das für eine Rail ist. Und das ist die PEX Rail. Ja? Ähm, ihr seht, PEX ist direkt mit dem Core verbunden. Überall da, wo es gelb ist. Ja? Ähm, und wenn wir hier einen Kurzschluss haben, ja, dann ist das normalerweise ein Zeichen dafür, dass der Core kaputt ist. Ja. Man hat natürlich jetzt nicht mehr allzu viel zu verlieren, man kann jetzt natürlich noch einige Tests machen, aber es ist ein ganz, ganz schlechtes Zeichen und das sagt uns eigentlich, wir haben vermutlich ein Core-Problem ja. und dann ist die Karte halt einfach Trash, weil den Core wechseln, das kann man jetzt ohne BGA schwieriger. Ja. Ähm, trotzdem, es ist natürlich so, wenn wir einen Kurzschluss haben, der kann jetzt auf der Seite sein, wo eben die Ausgabe zum Core ist, dann ist es der Core, ja, dann ist, haben wir ein Problem. Es kann aber auch sein, dass es zum Beispiel ähm, hier auf dieser Seite ist, irgendein Kondensator etc., weil das ist ja quasi eine Spule durchgehend verbunden. Das heißt, ich messe hier den Short, egal links oder rechts. Ich weiß nur nicht, ob auf dieser Seite ist, die fixbar ist, oder aber auf, auf, auf der bösen Seite ist, quasi, wo der Core ist, dann ist das Ding natürlich Trash. Was man jetzt machen kann, was nicht zu empfehlen ist, ist Spannung anlegen, da PEX halt sehr kritisch ist, weil das direkt mit dem Core verbunden ist. Was man tun kann, ist, man kann ähm, die Induktivität, also die äh, auslöten und man kann einfach links mal messen, habe ich hier meine 0 Ohm oder habe ich hier rechts meine 0 Ohm. Ähm, dann kann man natürlich noch weitergehen. Man kann natürlich schauen, vielleicht ist es einer der Kondensatoren, die da rechts dran sind oder ja. Äh, Worst case, man kann da noch durchschauen, aber wenn es davon nichts ist, dann ist es halt leider unser Core. So, ich will die Karte jetzt nicht mehr einstecken, weil wenn ich auf Packs wirklich 0 ohm habe, dann ist das schon mal sehr kritisch. Der Core sieht auch ein bisschen Strange aus, wie es wäre die Karte schon mal im Ofen gewesen oder so. Einfach ein bisschen verfärbt hier alles, auch hier. Ähm ich kann die Vorgeschichte der Karte kenne ich nicht, was wir jetzt machen können auf jeden Fall ist, ähm, unter dem Mikroskop mal hier reinschauen, fällt uns da hier irgendwas auf, ist da irgendwas abgeburnt und dann können wir mal die Induktivität hier auslöten und dann erstmal schauen, naja, auf welcher Seite ist denn unser Short. Ich würde jetzt mal ersteres machen und mal kurz unter das Mikroskop gucken. So, wir haben hier jetzt einige Bauteile, mal den PU26, der hier maßgeblich ist, der natürlich was weghaben kann, das sehe ich jetzt aber keine Burnt Mark, heißt aber nichts, kann natürlich trotzdem defekt sein. Einige Kondensatoren, aber zu so generell sieht es nicht komplett nach irgendwas abgeraucht aus. Hier Caps, hier auch Caps. Ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, da man jetzt nicht allzu viel sieht, der, dieses Verbindungsstück quasi zwischen Core und der Eingangsseite, das müssen wir jetzt mal auslöten und wir müssen einfach mal schauen, auf welcher Seite unser Short ist. So, zum Thema Auslöten, sowas mache ich eigentlich am liebsten mit der Heißluft, da kann man wenig kaputt machen. Was wir dazu brauchen, ist natürlich eine Heißluftstation. Und Flussmittel. Ich zeige euch mal ganz kurz das Flussmittel. So, Flussmittel haben wir hier. Ist jetzt ein bisschen älter, aber ich will das jetzt unbedingt mal verbrauchen. Rein da und ihr wollt das nicht einatmen. Deswegen habe ich hier eine Absaugung. Es ist ganz wichtig. Bitte, wenn ihr lötet, verwendet immer eine Absaugung. So, ein bisschen laut. Ich hoffe, ihr hört mich trotzdem. Ich werde jetzt ähm, eine Pinzette nehmen und mal mit der Heißluft das Ding auslöten. Wie geht das Ganze? Ähm, die Heißluft stelle ich mir. Das ist kein kritisches Teil, ja. Kann man ruhig auf 400 Grad. So, sind wir mal 400, ein Airflow von 70. Und jetzt werde ich einfach mal hier schauen, dass ich das Teil auf Schmelztemperatur bekomme und hier auslöten kann. So, ein bisschen reinzoomen für euch. Grafikkarten sind halt dazu designed vom PCB her, dass sie sehr viel Wärme abführen können. Dadurch auch beim Aufheizen dauert es wesentlich länger. Man kann unten drunter eine Heizplatte stellen, das mal vortemperieren auf 80, 90 Grad, so halt, dass man weniger Temperatur einbringen muss, um eben auf die Schmelztemperatur zu kommen. So, wir werden das jetzt mal sauber auslöten. So, ich hatte die, die Induktivität jetzt ausgelötet und das Problem ist, der Kurzschluss war auf der rechten Seite und nicht links. Hier hatten wir 0,8 Ohm, also 800 Ohm oder irgend sowas in die Richtung. Das sieht gut aus, aber hier rechts haben wir dann 0 Ohm. Das heißt, unser Kurzschluss ist irgendwie auf dieser Seite, wo der Chip ist. Ja? Wir können jetzt natürlich nur schauen. Eventuell, vielleicht ist es doch noch was anderes hier. Ist da irgendwas dran? Keine Ahnung. Aber wenn der Chip warm wird, dann ist das leider ein toter Core. Ja? Ähm, kurz, jetzt mal kurz, warum hier jetzt ein Kabel dran ist. Ähm, das ist zu Kurzschluss. Findung, ja, also quasi das wird jetzt unsere Diagnose dann verifizieren. Es ist nämlich so, das Teil, das einen Kurzschluss hat, das wird am meisten heiß. Warum? Stellt euch das vor, hier ist eine Steckdose, hier ist die Glühbirne. Ähm, irgendwo dazwischen ist das Kabel kaputt und kommt irgendwo von Metall. Und was passiert dann, wenn wir hier Spannung anlegen? Strom fließt aber nicht bis zur Glühbirne, sondern wird vorher abgezweigt und geht übers Metall halt irgendwo in die Erde. Ja? Und natürlich fließt dann hier der ganze Strom drüber und das wird extrem heiß. Das heißt, ähm, da wo wir eben unseren Schluss zur Erde haben, so ein Kurzschluss, das geht an der Schaltung vorbei, geht direkt mit dem Roaming in die Erde und laut dem Ohmschen Gesetz U ist gleich R mal I. Ähm, wenn wir eine fixe Spannung haben und wir dividieren durch ein möglichst niedriges R, dann kommt ein I natürlich raus, das sehr hoch ist, also ein sehr hoher Stromfluss und das wird natürlich heiß. Hoher Strom heißt immer hohe Hitzeabgabe. Was wir jetzt machen können, ähm, ist einfach hier ein Kabel an der Induktivität anlöten, die hier mit dem Core verbunden ist und einfach mal schauen, zum Verifizieren, ein bisschen Spannung anlegen und schauen, was wird heiß. Wird der Core heiß oder da sind noch irgendwelche Caps? Sind die hier auf der Ausgangsseite? Vielleicht haben wir da ja das Problem. Und dann können wir einfach verifizieren, naja, ist es der Core oder ist es was anderes? Was braucht man, um Spannung zu induzieren? Jetzt nicht viel. Ein Kabel, ein DC-Netzteil, also ein Labernetzteil, womit wir eine Spannung anlegen können. Und am besten eine Wärmebildkamera. Zum Thema Wärmebildkamera, ich verwende hier die Unity 260 UT 260 B mit einer Makrolinse. Warum Makrolinse? Da man hier dann genau sieht, was eben heiß wird und das werdet ihr gleich sehen. So, ähm, ich werde jetzt das, das Netzteil vorbereiten und euch mal zeigen, wie so eine Spannungsinduzierung funktioniert und wie ihr dann sehen könnt, wo das Problem liegt. So, und hier zur Verifizierung unserer Theorie. Wir haben hier jetzt das Kabel. Da ähm, steckt unsere Klemme vom Netzteil dran. Hier die andere Klemme. Und wir haben hier jetzt 1 Volt angelegt. Wenn wir einen Short haben, muss ein hoher Strom fließen. Also, wir sind hier bei 5 Ampere. Das ist schon sehr, sehr viel. Und wenn wir das jetzt mit einer Wärmebildkamera anschauen, sehen wir hier beim Core einen Hotspot. Normalerweise bei Pascal-GPUs sollte rechts unten unten sein. Also, hier haben wir definitiv einen defekten Core. Hier brauche ich nicht mehr weitersuchen. In dem Fall ist diese Grafikkarte leider Trash. Ähm, ja, da kann man jetzt auch nicht wirklich was machen. Da müsste der Core getauscht werden, beziehungsweise eventuell ist es auch ein BGA-Problem, aber normalerweise einfach Core neu. Ja, ähm, sowas kann man aber selbst jetzt nicht machen. Also, wenn ich mir das anschaue, wir sehen hier definitiv den Heatspot. Das ist nämlich so, dass das über die 3,3 Volt hier vom PC-Express-Connector werden hier runtergewandelt auf 1 Volt und die gehen dann hier rein, um eben. Ähm, die, die PC-Express-Logik innerhalb der GPU zu aktivieren. Ja. Und wenn da natürlich ein Kurzschluss ist, ja, dann ist halt leider der Core tot. Also leider Gottes ist diese Grafikkarte nicht reparierbar, zumindest nicht. Ähm, aus meiner Sicht her, weil ich habe keine große BGA-Maschine, um den Core zu tauschen, und es würde sich natürlich auch nicht auszahlen, da diese Grafikkarte gebraucht, um 100 Euro gehandelt wird und alleine die Arbeitszeit, Arbeitsvorbereitung wesentlich den Preis übersteigt. Das ist ein typischer Fall von Ersatzteillager, denn was man dann noch verwenden kann, sind zum Beispiel die VRAM-Chips, die kann man runternehmen, Reborn. Man kann einige andere Komponenten verwenden. Also, sowas ist jetzt nicht unbedingt Müll. Sowas lässt sich durchaus auf Lager legen und damit ähm, eventuell noch, ja, sie recyceln, sage ich jetzt mal. Aber Packs ist halt immer, wenn wir hier einen Short haben, zu 95% der Fälle ein toter Core. Ich bekomme ja ganz oft Grafikkarten zugeschickt, wo die Leute Hoffnungen haben, bitte reparier das. Das ist jetzt wieder eine davon. Und in vielen Fällen das ist nicht unbedingt bei jeder, aber hat man auch mal einen kaputten Core dabei. Also und dann kann man halt leider nichts mehr machen. Wo ihr etwas machen könntet, ähm, wie testet man eigentlich noch Grafikkarten? Ähm, das werden wir uns im nächsten Video anschauen, wenn wir eine Karte haben, wo zum Beispiel Spannungen fehlen. Der nächste Schritt wäre nämlich gewesen, wenn wir keinen Kurzschluss hier haben, ähm, dann hätten wir die Grafikkarte mal in einen Riser eingesteckt. Ihr wisst wahrscheinlich alle, was ein Riser ist, quasi eine PC-Express-Verlängerung, wo wir die Grafikkarte durch am Tisch liegen haben können. Wir können sie mal am ähm, Motherboard anstecken, etc. und einfach mal schauen, hey, wie schaut's aus? Ähm, ja, ähm, sind alle Spannungen da? Damit eine Grafikkarte funktioniert, muss sie all diese Grundspannungen haben. Sie muss die 12 Volt haben, sie muss die 3,3 Volt haben, sie muss die V-Mem haben, also die Spannungsversorgung für die RAMs, sie muss die Core-Spannungsversorgung haben, sie muss auch die 1,8 Volt, die pex rail haben, also all diese Spannungsrails müssen da sein. Und was man dann macht, ist quasi die Grafikkarte an einen Riser anstecken und einfach mal schauen mit dem Multimeter, sind meine Spannungen da, die ich jetzt brauche, damit diese Karte funktioniert. Ja? Das heißt, ich würde dann messen, hey, habe ich ein V-Core? Hey, habe ich meine 12 Volt da? Hey, ist meine PEX-Spannung da? Hey, ist meine, weiß nicht, 3,31,8 da. Ähm, ja, ist hier mein v mem da? Und wenn irgendeine Spannung davon fehlt, dann hat man ja schon mal den Fehler gefunden und muss herausfinden, warum fehlt diese Spannung? Gerade wenn wir einen Kurzschluss haben, wie gesagt, dann ist es ja relativ einfach, man kann mit der Wärmebildkamera schauen, aber wenn die Spannung einfach nicht da ist und es kein Kurzschluss ist, dann muss man sich das genau anschauen mit einem Schaltplan und wo die Spannung generiert wird und an welchem Bauteil es liegen kann, dass diese Spannung nicht generiert wird. Ähm, natürlich ist immer schwierig, gerade leider. Ich habe gehofft, dass diese Grafikkarte reparierbar ist, aber diese Grafikkarte ist halt wirklich leider einfach nur mehr Teilespender, da kann man auch nichts mehr tun. Ich hoffe, das Video war trotzdem hilfreich für euch, wie ihr es checken könnt. Also, wie gesagt, ihr messt zuerst den PC Express Connector durch, dann schaut ihr mal optisch auch, schaut die Sicherungen an, dann fangt ihr an zu messen bei diesen Klötzen hier, das sind diese Induktivitäten. Da schaut ihr, findet ihr irgendeine, die 0 Ohm hat, dann habt ihr auf dieser Spannungsrail, also auf dieser Phase, einen Kurzschluss. Und wenn wir hier einen Kurzschluss haben, zum Beispiel bei 12 Volt, das ist oft reparierbar. Wenn wir einen Kurzschluss haben bei, weiß ich nichts, na v ist es sch schlecht, aber V-Core zeigt nämlich immer Kurzschluss an, weil eben die, die äh, innerhalb der GPU eben der Widerstand zu niedrig ist. Aber PECs, PECs nicht. Merkt euch das. PECs darf keine 0 Ohm haben. Wie ja? MEM hat auch meistens so 20, 30, wenn da ein Kurzschluss ist, kann es natürlich am RAM liegen, etc. Also Ihr seht hier, man kann so sehr gut Troubleshooten, was, was könnte die Karte haben. Der nächste Schritt sind dann die Spannungen zu kontrollieren, anstecken mit Riser, schauen, sind alle Spannungen da. Wenn die da sind, dann kann es noch an einem kaputten VRAM liegen. Dann muss man das Ganze über Software testen, zum Beispiel mit Matz oder Mods für eingehend ähm, tiefere Diagnostik. Aber in dem Fall war es relativ schnell rauszufinden, dass diese Karte leider Trash ist. So, Leute, wir sind jetzt am Ende dieses Videos. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr konntet davon was lernen. Leider dieses Modell nicht reparierbar, aber ich werde versuchen, noch an andere Modelle zu kommen. Beziehungsweise bei uns im Online-Kurs haben wir ganz viele Lektionen, wo wir auch schon VRAMs getauscht haben, etc. etc. Falls euch sowas nähergehend interessiert, schaut gerne mal rein. Aber ihr müsst euch halt im Klaren sein, das ist wirklich was, was eher in die Tiefe geht und wofür ihr auch ein bisschen mehr Equipment braucht. Also, gerne mal reinschauen, wenn ihr wollt, würde mir auf jeden Fall helfen. Und lasst doch gerne ein Like und einen Kommentar und wenn ihr Fragen habt, schreibt drunter. Ich versuche natürlich alles so schnell wie möglich zu beantworten. Also haut rein, peace und bis zum nächsten Mal.